Die Leute haben gefragt und hier ist es. Der nächste Guide für die Objekt 279 Mission. Und zwar heute schauen wir uns die Koalitionsmission an. Missionen, die ihr mit den Schweden, Franzosen, den Italienern und den Tschechen beendigen könnt. Und das ist natürlich toll, denn das ist der einzige momentane Missionstree, den ich komplett mit den Honors gemacht habe. Heißt also, alle Missionen mit der Sekundarbedingung erfolgreich abgeschlossen. Und darum sollte das gut klappen. Noch eine kurze Information. Es gibt wirklich viele Missionen, die vom Typ sind, macht X Anzahl in Y Anzahl Gefechten. Und in diesen Missionen, das werde ich auch öfters nochmal wiederholen, ist es super wichtig, dass ihr einfach so lange die Mission zurücksetzt, was ihr tun könnt, bis ihr zum Beispiel das Teilmissionsziel in der ersten Runde gemacht habt und so weiter und so fort. Also das würde ich öfters sagen, sage ich einfach resetten und mach das und gönnt es. Es gibt sogar einen Mod dafür, aber ich glaube, der ist jetzt nicht ganz so gut. Also da würde ich einfach euch empfehlen, macht das von Hand und gut ist. So, fangen wir mit Mission 1 an und in der müsst ihr in 3 bzw. 4 von 10 Gefechten die Fighter bzw. die Top Gun Medaille kriegen. Was heißt das? Ihr müsst mindestens 4 gegnerische Fahrzeuge zerstören. Das ist meiner Meinung nach eine super gute Platoon-Mission, eben auch hier resetten, bis es beim ersten Mal geschafft hat in der ersten Runde. Und dann sind es nur noch 2 bzw. 3 von 9 Runden. Und Fahrzeuge, die ich empfehlen kann, Auto-Reloader, Auto-Loader allgemein, also Porschettos, Purask, Kranwagen und Emils sind da wirklich top in der Figur drinne. Mission 2. Ihr müsst in 3 Runden in Folge 3 bzw. 4K Schaden machen. Leute, das ist einfach eine Skill-Mission. Spielt die Panzer, die ihr gerne spielt, auf Stufe 9 bzw. Stufe 10. Vor allem für die 4K-Damage ist Stufe 10 da ein Ticken besser. Ich persönlich habe es mit der Buras gemacht. Ja, ich weiß, Stufe 8er, der ein Stufe 9er Panzer ist. Und da hat das echt funktioniert. Natürlich, 50B wird funktionieren, der 10er Progetto wird funktionieren, der Kranwagen wird funktionieren. Nehmt einfach ein Fahrzeug, mit dem ihr euch wirklich gut auskennt. Und hier empfehle ich auch, eher ohne Platoon zu spielen, weil... ja, da kann es natürlich sein, dass eure Platoon-Mitglieder da eventuell Schaden klauen würden. Und natürlich, je nach Fahrzeug, zum Beispiel 50B, lohnt es sich da schon ein bisschen mehr Goldmunition zu schießen als normal. Mission Nummer 3 müsst ihr in 10 Gefechten 5 bzw. 6 Heroes bzw. epische Medaillen euch sammeln. Auch hier empfehle ich euch zu resetten, bis ihr eine gute Anzahl an Medaillen in der ersten Runde habt und dann macht einfach weiter. Also zu 2 bzw. 3 Medaillen in der ersten Runde sind da völlig ausreichend. Auch hier kann ich euch empfehlen, auch ein bisschen zu gucken, was für Missionen ihr machen wollt. Also zum Beispiel die Großkaliber und die Unterstützermedaille sind eine super, super gute Kombo, um dies zu machen. Weil, als wenn ihr natürlich ein Großkaliber habt, dann habt ihr viel Schaden und meistens, wenn ihr viel Schaden habt, habt ihr eher weniger Kills. Und da lohnt es sich halt einfach zu gucken, dass ihr vielleicht verschiedene Gegner anschießt. Natürlich auch die Scout und die Patrol Duty Medaille, dazu kommen wir später noch, sind auch eine super Kombo, die ihr machen könnt. Hier natürlich ist eher eine Skill als eine Glücksmission. In Mission Nummer 4 müsst ihr 30 bzw. 35 interne Module in 10 Spielen zerstören. Auch hier empfehle ich nur gerne zu resetten, bis ihr in der ersten Runde vielleicht zum Beispiel 6 oder mehr interne Module zerstört habt, damit ihr ein bisschen einen kleinen Buffer habt. Weil ihr müsst ihr im Durchschnitt 3 bzw. 3,5 interne Module zerstören. Hier natürlich Artis ist eine super gute Klasse, um das zu machen. Aber natürlich ist es Artis natürlich ein bisschen langweilig, kann natürlich auch ein bisschen frustrieren. Ich persönlich habe es mit dem Foch 155 mit HE gemacht. Kann ich auch nur empfehlen, wenn ihr euch den gekauft habt. Und natürlich auch die französischen EBRs, weil sie natürlich so viel HE-Pen haben. Vor allem der 8er Premium EBR 75 FL10, der kann super, super gut sein. Und auch bei dieser Mission braucht man kein Platoon. Mission Nummer 5, dazu mal war es ein bisschen schwieriger als jetzt. Ihr müsst 30 bzw. 40 Schüsse in 10 Runden blockieren. Auch hier resetten, bis ihr in der ersten Runde eine gute Anzahl an Schüsse geblockt habt, ist eine Glücksmission, weil ihr müsst natürlich Gegner haben, die Pepeger sind. Fahrzeuge, die ich euch empfehle, sind natürlich der Liberté, der Amex M4 auf Stufe 9 bzw. auf Stufe 10 könnte funktionieren. Eventuell die neuen tschechoslowakischen Heavys, wenn sie kommen. Natürlich aber auch der Krankenwagen und die Emis gehen und auch der Bisonte und die neuen italienischen Heavys allgemein. Vor allem der 9er kann da echt mal gut was wegbauen, so wie aber auch der 8er. Trotzdem, Boys, es ist eine RNG-Mission. Lasst es einfach Augen zu und durch und hoffen, dass der Gegner ein bisschen pepeger ist und euch den Bounce-Schaden gönnt.
Mission Nummer 6 ist 75 bzw. 90 Schüsse penetrieren in 10 Runden. Hier natürlich wichtig, Panzer mit niedrigem Alpha, aber hoher Rate of Fire oder Schusskadenz sind euer Freund. Ich persönlich kann euch nur die Butcher 12T in der Situation empfehlen, weil sie halt niedrigen Alpha hat und trotzdem klar, eigentlich auch nicht so guten DPM, weil wegen dem Autoloader, aber es kann wirklich gut funktionieren. Und es ist auch ein Panzer, mit dem kann man gleich auch mal gut lernen, wie man scouten soll, weil es ja ein Panzer ist, der nicht gerade super gut ist. Anderweitig, natürlich, Progetto kann funktionieren. Sollte theoretisch auch kein Problem sein. Pantera sind gut. Der UDIS 14 Alt 5 mit der 240 Alpha Kanone könnte auch funktionieren. Und wenn ihr natürlich ein bisschen Geld ins Spiel investiert habt und den EBR 75 FL10 habt, nehmt APC Only mit und gönnt euch. Das Ding hat einen niedrigen Alpha, ist ein Panzer, der dafür ausgelegt ist, Schaden zu machen. Also gibt ihm, weil mit dem ist es wirklich, wirklich einfach, diese 9 Schüsse durchschnittlich zu penetrieren. Mission 7. Ihr müsst 2 bzw. 3 Fahrzeuge von 2 verschiedenen Typen in 3 Runden in Folge zerstören. Das ist wieder mal eine Platoon-Mission. Da würde ich euch nur empfehlen, nehmt einen Auto-Reloader oder einen normalen eigenen Autoloader und gönnt euch. Also wirklich 3er Platoon-Progettos, 3er Platoon-Burrasken sollte super funktionieren. Ich würde wirklich den Progetto vorziehen, weil der Progetto ja 3 Schüsse hat mit einem Auto-Reloader. Heißt also, wenn ihr mal einen Schuss verkackt habt oder so, dann habt ihr dann schlussendlich oder den Burst verkackt habt, müsst ihr eigentlich nur 9 Sekunden warten, bis ihr den nächsten habt, anstatt bei der Burrasken, wo es dann halt 9-10 Sekunden sind. Darum, ja, es ist wirklich eine pure Skill-Mission und Teamplay-Mission. In den Metaverse-Videos abonniert! Ansonsten kriegt ihr kein gutes RNG und keine gute Maps für eure Missionen. Mission 8. Ihr müsst 2 bzw. 3 Patrol Duties in 12 Gefechten kriegen. Oder eben, wenn ihr es richtig macht mit dem Resetten, ist es eigentlich eine bzw. 2 Patrol Duty Medaillen in 11 Gefechten. Das ist natürlich ein bisschen eine Glücksmission, weil Patrol Duty ist ja eine Medaille, die besagt, ihr müsst mindestens 6 gegnerische Fahrzeuge spotten, die dann von eurem Team beschossen werden. Und ihr müsst der Einzige sein, der diesen Spot Schaden generiert. Also wenn ihr zum Beispiel zu zweit mit euch im ELC Even irgendwie auf Prokhorovka in einem gleichen Busch dümpelt und ihr was spottet und ihr kriegt nicht den vollen Spot Schaden, dann zählt das nicht zu diesen 6 Personen. Also es ist ein bisschen eine Skill, beziehungsweise auch eine Glücksmission, weil ihr müsst ja Glück haben, dass ihr Proko, Mali oder solche Scout-Karten kriegt. Natürlich, Panzer wie die Wheelie Boys sind da sehr zu empfehlen. Der Even 90 funktioniert auch perfekt für diese Mission. Und ja, bisschen Map-Glück haben und boom, die Mission ist durch. Mission 9, ihr müsst im Durchschnitt 4 bzw. 5 verschiedene Fahrzeuge in 10 Runden beschädigen. Ja, auch hier resetten, bis ihr bei der ersten Runde einen guten Durchschnitt habt. Und das ist eine reine Arty-Mission, wirklich. Das ist eine super, super easy Arty-Mission. Man kann es mit einem EBR machen, mit dem EBR 75 FL10, wegen der guten Mobilität und dem guten Autoloader. Man kann es auch mit dem Progetto machen. Aber wenn ihr wirklich den Weg mit dem geringsten Widerstand sucht, dann holt euch eine Lorraine oder eine Budget Arty und geht zur Sache, wirklich. Das ist super einfach. Ihr habt ja die ganze Map, wo ihr drauf schießen könnt und die Gegner beschießen könnt. Mission 10. Ihr müsst 1500 bzw. 1700 Spot in 3 Runden in Folge machen. Das ist natürlich eine glückliche oder Lachs-Mission, weil ihr da natürlich ein bisschen das Kartenglück haben müsst, wo natürlich Yu-Gi-Oh! Auch stolz drauf wäre. Natürlich, Even würde funktionieren. Man kann auch sagen, ein Platoon von Progettos bzw. 50 Bs kann funktionieren, wo ihr halt den ersten Schuss macht. Und dann eure Teammitglieder, die dann wegklippt, dann kriegt ihr auch den Spot-Schaden. Und ich persönlich habe es mit der Burrasque gemacht. Ja, während dem 3-Mark-Stream. Das hat halt einfach super funktioniert. Die Burrasque ist halt einfach ein Alleskönner in der Hinsicht. Mission 11. In 3 bzw. 4 out of 9 Runden müsst ihr der Top-Spieler sein mit den zerstörten Fahrzeugen. Und das müssen mindestens 2 Fahrzeuge sein, die zerstört sind. Hier ist eben wichtig, dass, wenn ihr gleich viel habt wie ein Teammitglied oder ein Gegner, dann ist diese Mission invalide. Ihr müsst der sein, die Person mit den maximalen Kills in der Runde. Ja, ist ein bisschen mühsam, aber es ist eine Mission, die gut geht, wenn ihr mit Auto-Reloadern oder Autoloadern spielt, mit im Platoon und gönnt euch wirklich. Dann ist diese Mission super. So also wirklich Progetto, Pantera, Standard B, EBR 75, Burrasque, 50B, all Kranwagen, all diese Fahrzeuge funktionieren perfekt für diese Mission. Und eben, Platoon.
Mission 12. Ihr müsst 7 bzw. 10 Fahrzeugen durch euren Spot zerstört kriegen. Und das in 10 Runden. Ja, das ist eine Mission, die ist extrem einfach, wenn ihr ein gutes Kartenglück habt. Wirklich. Diese Mission, in der Theorie könnt ihr das in der ersten Runde machen. Ihr kriegt einfach Poco, LCE90, gibt ihm, ihr dümpelt rum, habt euren Busch und fertig ist die Mission eigentlich. Aber wirklich, das ist wirklich eine glücksbasierende Mission. Da müsst ihr einfach ein bisschen Kopf runter, halt sagen, scheißegal, jetzt mache ich es halt einfach, indem ich mich halt darauf konzentriere, halt einfach nur zu scouten. Oder ihr holt euch ein Partout-Mitglied, macht das mit dem D-Track und gibt ihm. Das sollte auch funktionieren. Mission 13. In 3 bzw. 4 von 7 Runden müsst ihr die doppelte Anzahl an HP in Schaden machen von euch. Ja, hier auch, entweder ihr spielt einen Stufe 8er Panzer, vorzüglich die Burrasque, weil sie sehr wenig Strukturpunkte hat, die hat ja nur 1250. Heißt also, ihr müsst mindestens 2500 Damage machen, was ein guter Spieler so oder so hinkriegen sollte mit der Burrasque. Oder ihr spielt Arti. Mit der Arti kriegt ihr logischerweise ohne Probleme die 1000 Schaden hin. Auch hier resetten, bis ihr in der ersten Runde das einmal gemacht habt von dieser Missionsstreak. Und dann sind es noch 2 out of 6, beziehungsweise 3 out of 6 Games, wo ihr das hinkriegen sollt. Und das ist super einfach. Also wirklich, Arti ist da der No-Brainer. Wenn ihr ein bisschen Skill beweisen wollt, dann spielt die Burrasque oder den Prosciutto auf Stufe 8. Weil Stufe 8 ist ein bisschen einfacher, diese 2,5k oder 3k Damage zu machen, als jetzt auf Stufe 10. Die 4k würde ich jetzt mal behaupten. Aber das müsst ihr selber mit eurem Skill halt anschauen. Mission 14. In 3 bzw. 4 von 5 Games sollte der Spieler sein mit dem meisten Schaden. Leute, just get good. Das ist eine Skill-Mission, Ende der Gelände. Spielt einen Panzer, mit dem ihr euch wirklich, wirklich zurechtfindet. Burrasque ist da super, Kranwagen ist da super, Prosciutto, ob er der 8er oder der 10er ist, sind da wirklich super für diese Mission. Und ja, das einzige Problem ist halt natürlich, dass ihr ein bisschen Matchmaking-Glück braucht und der Rest ist halt einfach Skill. Get good. Und dann ist die Mission gegessen. Und zu guter Letzt die Mission 15, die kennen wir schon. In 3 von 20 Games müsst ihr eine erste Klasse bzw. den Ace-Wanker kriegen. Und da kann ich euch nur empfehlen, geht auf die mastery.polaroid.ru Webseite, geht auf den EU-Server und sucht euch erstmal raus, welche Panzer eine niedrige Anzahl an Expected Values haben für die Panzerasse. Ich würde euch nicht empfehlen, das in Platoon zu machen, weil da ist immer die Chance groß, dass euch die Platoon-Mitglieder entweder Schaden und oder auch XP klauen. Ich persönlich habe es mit der Burrasque gemacht während dem 3-Mark-Stream oder wegen den 3-Marken, obwohl die Burrasque die höchste Anzahl an XP braucht für den Ace-Tanker nach der Mastery.Polaroid-Webseite. Er ist ein bisschen pepeger, ich weiß, aber die Burrasque ist halt so ein starkes Fahrzeug. Ihr müsst auch euch jetzt im Kopf halten. Hier ist ein Bild davon. Ne? TVP V2 ist der mit den wenigsten. Ich habe jetzt mal Arti draußen vorgelassen, weil ich weiß, viele von euch spielen Arti eigentlich nur wegen der Mission. Und die Mission macht ihr lieber mit einem normalen Panzer. Es gibt einen Grund, wieso der TVP V2 so eine niedrige Anzahl hat. Weil er halt nicht ein guter Panzer ist. Das gleiche gilt für den Amix 65T. Wieso der Stritzwagen so weit unten ist, ist auch ganz einfach zu erklären. Der Stritzwagen macht nur Schaden. Der macht wirklich nur Schaden und das meistens auf 450 Meter. Oder 400 Meter. Heißt also, es ist er spottet selten, kriegt dadurch nicht Spot-Schaden und dann macht den Schaden extrem weit weg, was dazu führt, dass er weniger XP kriegt. Oder natürlich vor 155 ist natürlich ein Panzer, weil der sehr, sehr selten ist oder wenig gespielt wird. Ja, das sind so die Dinger. Natürlich, es ist eine Luck-Mission, auch wieder resetten, bis ihr in der ersten Runde das einmal hingekriegt habt. Und dann, ja, ran an den Speck, Leute. Und das war's eigentlich. Das sind alle 15 Missionen der Koalition. Mal zusammengefasst, was ich für Panzer empfehle, was ich für Tipps und Tricks habe, wie ihr sie am besten machen sollt oder was es sonst so für Tipps kriegt. Ja, ich hoffe, ihr habt das Video gut gefunden. Viele Leute wollten ja den nächsten Teil. Hier habt ihr den nächsten Teil. Heißt also, ihr sollt ein Like dalassen. Ihr sollt das am besten auch an eure Freunde und Verwandte und Spielmitglieder und Arbeitsmitglieder, weiß ich doch, der Fick was, das weitergeben, dass dieses Video ein bisschen Traction kriegt. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Video. Cheers, Leute.